Die Corona-Pandemie ist eine große Bedrohung. Sie zwingt uns zu schmerzlichen Maßnahmen, um die Infektionsgefahr zu verringern. Veranstaltungen werden abgesagt, auch Gottesdienste. Gemeinschaft und Geselligkeit werden eingeschränkt. Bei vielen herrscht Verunsicherung und Angst, vor allem bei denen, die alleine leben. Als Kirche stehen wir dafür, Menschen zusammenzubringen. Jetzt gilt es, Abstand zu halten, wo es doch schützende und bergende Gemeinschaft braucht. Meines Erachtens hängt jetzt viel daran, dass wir begreifen, das, was wir jetzt tun, stärkt unsere Gemeinschaft, weil wir uns umeinander sorgen und uns gemeinsam schützen. Und es geht jetzt darum, Formen zu finden, miteinander verbunden zu bleiben. Bleiben Sie in Kontakt, im Netz, am Telefon und auch in persönlichen Begegnungen, wo dies möglich ist. Sie können auch zu Hause in kleiner häuslicher Gemeinschaft einen Gottesdienst feiern. Bleiben Sie aufmerksam füreinander, bleiben Sie gesund. Nächstenliebe ist und bleibt unser leitender Maßstab.